Hey, herzlich willkommen zurück. Ja, zu einer weiteren Folge von Judging, hoffentlich mit Bild, dieses Mal Dishonored. Das letzte Mal, ohne Schmarrn, meine Kamera regt mich so dermaßen auf und ich hoffe, dass es dieses Mal hinhaut. Werde ich dann aber erst sehen, wenn ich das geschnitten habe. Falls es wieder nicht geklappt hat, nehme ich es nochmal auf. Nein, natürlich nicht. So, das letzte Mal waren wir auch hier ein bisschen unterwegs. Also hinter dieser Mauer hier. Haben uns herausgeschlichen zu Samuel und weiter geht's. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Jupp. Eigentlich schon. Hound, Pits, Pub. Jupp. Okay, los geht's. Ich könnte jetzt natürlich noch zurückgehen und mir ein paar Runen holen. Aber dazu habe ich gerade keine Lust. Münzen gefunden. Ich hätte viel mehr Münzen finden können. Super. Outsider-Schreine. Auch keinen gefunden. Noch ein Artefakte. Null. Ich hoffe, es wird noch was. Chaosfaktor hoch. Verdammt. Ich darf nicht so viele umbringen. Bewusstlose Personen entdeckt. Okay, alles klar. Das sehen wir uns dann ein andermal nochmal genauer an. So. Ziele mit dem Herzen. Ach, egal. Jetzt ist es auch schon wieder weg. Viel Aufsehen um den Aufseher. Dann machen wir mal weiter. Ich hoffe, es wird jetzt nicht. Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen ihm vermutlich gratulieren. Zu wenig Action geben. In der nächsten Zeit. Ich hoffe, dass da doch noch was Scheiß auf die Zukunft. Oh, 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 oh. Ich sehe schon, was da kommt. Ich habe den Kerl ja vergessen, die Mülltonne zu schmeißen. Ich glaube, jetzt gibt es Ärger von der Frau. Das hier nichts gerade. Gehen wir mal hin zu ihr. Mein Onkel ist tot, oder? Er kam nie von dem Treffen mit Oberaufseher Campbell zurück. Warum habe ich mir Hoffnungen gemacht? Entschuldigung. Naja. Blöd gelaufen. Macht aber nichts. Ich habe ja andere Ziele. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Ja. Und dem hoffentlich. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Danke, danke. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Ja, ja. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Ja, dann sucht mal schön. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Alter, was bist du für... Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben. Und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Oh, ich brauche eine Zigarette. Wenn mir die junge Lady voll nicht cool. bald präsentiert, wird voll es Grabenkämpfe zwischen den so, Edelleuten ne? über die das Nachfolge der voll Kaiserin rein, geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln so und Ihnen später mitteilen. Eine Ruhepause vertragen. Ja, dann machen wir gleich die Ruhepause. Machen wir gleich weiter. Ich habe mich eh schon, glaube ich, ein bisschen zu lange mit den letzten Folgen aufgehalten. So, weiter geht's. Jetzt muss ich wieder Admiral Havelock sprechen. Wieder wach. So, gleich weiter geht's. Stück für Stück. Den altbekannten Weg wieder nach unten. Den jetzt inzwischen jeder kennen sollte. Also ihr auch. Wir waren ja schon mal drin. So, wo ist denn der? Draußen. Okay, gehen wir jetzt raus. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für Sie entwickelt.
Dokodokodokodo. Ja. Hallo, Corvo. Sprich mit. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier, der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Ah, ich kann jetzt meine Waffen wieder mal verbessern. Gehen wir mal hin. Hui! Sprint. Sprint. So. Hier ist jetzt auch was in der Nähe, oder was? Arschen. Das sind die 11 Meter. Das können. Da drüben ist noch was. Da gehe ich dann gleich hin. Schauen wir das Ganze dann gleich an. Alter, mein Freund, du bleibst schön hier. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Ja. Soll ich etwas für Sie herstellen? Ja. Lassen Sie mich mal sehen. So, gekauftes. Nein. Ich kann mir Runen kaufen. Aber das will ich jetzt gerade nicht. Man muss Reichweite. Ey, verarsch mich halt. Ich habe so wenig Münzen, oder was? Maskenoption 1, Kugelkapazität, Bolzenkapazität. Wo investiere ich denn jetzt? Schwerthärtung war halt auch geil. Ich spare lieber noch ein bisschen. Da kann mir nämlich jetzt nicht weiterhelfen. So, ich habe jetzt vorhin eine Rune gesehen, die ich haben will. So, hoch mit dir. Da und da. Das sind zwei Runen. Teleportation. Fall runter. Ich hör's. Irgendwo da drin. Komm schon. Nochmal Herz. Wo? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Verarscht mich, die sind da unten. Da komme ich doch nie im Leben hin. Selbst wenn ich wollen würde. Ist irgendwo in diesem Gebäude hier drin und da komme ich jetzt nicht rein. Das, Ich muss gleich sparen. So. Komm mal schneller voran. Aufgehalten. Coole Deckel öffnen. Geh mal rein. So. Ich schleich lieber wieder. Hat sich ja bewährt. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Kurbel. Voila. Schwimmen kann er ja auch. So. Was zum Teufel? Was war das? Irgendwelche Viecher, die mich hier angreifen. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz. Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Über die Weiner. Untersuche die Vorfälle in der Kanalisation. Ja. Hinweise? Warte. Okay. Gegenstände. Hab keine bekommen. Okay. Jetzt bin ich hier.
hier draußen. Aber ich sollte ja hier nicht draußen sein. Ich sollte ganz schnell wieder rein. Keine Lust, mich hier fangen zu lassen. Immer. Wow! Alter, Zombie oder was? What? Was sind das denn für kranke Personen? Direkt wird eh sicher gleich. Ich soll mich nicht mehr zu lange im Wasser aufhalten. Kann ich vielleicht ein bisschen schwimmen? Nein! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Wow! Alter! Sind die ätzend! Stirb! Stirb du auch, bitte! Das sind also Weiner. Was zum Geier! Boah! Boah, sind die ätzend! Puh. Naja, es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert, war natürlich und falsch. Unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich mich nur daran zu erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit für sie zurückgelassen. Ich vermute, Ratten werden alles zerfetzen, bevor sie zurückgegangen sind. Gut. Haben wir schon das. Oh ne. So, hier gibt es aber irgendwo noch eine. Also ich höre jedenfalls noch eine. Wir doch gleich mal nach. Dort ist eine. Hier unten ist auch noch eine. Komm ich da überhaupt hin? Bam! Zwei Runen auf einmal. Jetzt habe ich drei Runen. So. Können wir eigentlich gleich verwenden. Windstoß, tödlicher Schwarm, Beherrschung, Nachtsicht, Blutdurst. Braucht nur zwei Runen. Was braucht denn drei Runen? Hier, tödlicher Schwarm. Beherrschung. Erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Die zweite Stufe erlaubt die noch kurzzeitigere Übernahme anderer Menschen. Mal strategische Hinweise will ich mir jetzt aber auch noch durchlesen. Ohne dass es hier weggeht. Beherrschung ist eine sehr mächtige Kraft. Tier, Fisch, Ratte, freien Blick auf das Ziel haben. In dieser Kraft kannst du dich beim Schleichen gerne Wege verstecken oder Wege benutzen. Das ist halt geil. Deswegen glaube ich, nehme ich das jetzt auch. Ich nehme das. Klar. Beherrschung. Für drei Runden. Ja, das haben wir uns gerade durchgelesen. So, Herz wieder wegpacken. Importieren. Oder wir nehmen es uns gleich mal vor. Aber die, ganz ehrlich, die sind doch mal... Okay, hier geht's irgendwie nicht weiter. Schätze ich mal. Ah, nee, da oben. Geht's raus. Da gibt's einen Schalter oder so, wenn ich hochspringe. Kann ich den mit Schlüssel zur Kanalisation im. Was? Aha. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Hier. Nein, ich will von jemandem Besitz ergreifen, mein Freund. Ich muss da hochgehen. Schaffst du. Yes! Bin ich ohnmächtig geworden? Gleich mal wieder zumachen. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Hast du? Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Cecilia. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen sie sprechen. Danke für die Info. So, dann gehen wir noch zu Admiral Havelock. Hören uns noch an, was er zu sagen hat. Corvo. Wenn überhaupt. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Kessels Tagebuch brauchten, sterben lassen. Geschafft. Ja. Wir kennen Emily Conklins Aufenthaltsort.
Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Aha. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Aha. Okay. Pendleton wartet am Anleger. Er will ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Ja. Wir gehen jetzt einfach noch kurz raus. Schauen uns das Ganze dann... Ach, ich muss ja wieder zum Samuel. So. Ich habe zwei Runen bekommen. Das ist eine Menge wert gewesen. Also, der Kerl ist es, glaube ich, der mich noch anquatschen soll. Dann mache ich das jetzt noch schnell. Corvo, auf ein... Lord Pendleton. Corvo. Auf ein Wort. Ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Sprich. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Jawohl, noch außerdem ein Schlückchen aus der sind Pulle. Meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, so fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, was hat der für komische nicht jede Ohren. Familie, die ausgewiesen und unter solche Quarantäne Dinge. Gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Lauf nicht durch. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Was, willst du mich umbringen, hä? Willst du mir drohen, oder was? Willst du mir drohen? Ja, komm nur her, hä? Hä? Muckst du dich noch, hä? Ja, Alter! Ha! Ich glaube, der spuckt ein bisschen. Egal. Ich lass mich ja hier nicht provozieren. Wieder zu Samuel und bei Samuel, der sich wieder so geil hinstellt. Alter, ist das lässig. Oh, ist das lässig. Und mit diesem Anblick beende ich meinen Abschnitt für heute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder getaugt. Wenn nicht, hilft nichts. Hoppala. Bild verrutscht. Aber ich hoffe doch sehr. Hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Abonniert meinen Channel. Und ja, empfehlt mich, wenn es geht, irgendwie vielleicht weiter. Wenn es euch gefällt, teilt es einfach irgendwie jemand anderem mit. Sagt so, hey, da ist so ein Kerl, der macht eigentlich so ganz passable Let's Plays, ne? Ja, ist im Endeffekt egal. Also ich sag Servus, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dieses Mal bitte mit Bild. Also dann, ciao.